Thrashfest, das klingt romantisch. Das hört sich nach Musik und nach Tanz an, nach ein wenig ländlicher Nostalgie. Und so etwa ist es auch, wenn der Kultur- und Heimatverein Mühlen alljährlich im Herbst zu dem großen Ernteereignis einlädt. Dann ist der historische Kern des Ortes einen Tag lang ganz und gar aufs Dreschen eingestellt. Den Auftakt zur Einstimmung macht nach alter Tradition der Mühlener Spielmannszug. Doch vor Ur-Urgroßvaters Zeiten war vom Fest beim Dreschen erstmal keine Spur. Da war für schwerste körperliche Arbeit noch reichlich Muskelkraft gefragt. Denn Mähdrescher, wie wir sie heute kennen, gab es noch nicht. Das Getreide auf dem Feld muss gemäht und von Hand zu sogenannten Garben gebunden werden. Eine heute kaum mehr vorstellbare, sehr harte und aufwendige Arbeit, bei der alle Knechte und Mägde eines Hofes im Einsatz waren. Und genau davon will der Kultur- und Heimatverein einen kleinen Eindruck vermitteln. Ja, ich freue mich, dass ich der Nachwelt das vorführen kann, wie sie vor 100 Jahren gearbeitet haben. Und um denen das zu erhalten, wie sie damals die Leute, und dass sie schwer arbeiten mussten. Früher das Dreschfest zum Beispiel, das war die ganze Nachbarschaft mit eingebunden, die haben geholfen. Und überhaupt war früher diese Nachbarschaft war stärker, der Zusammenhalt war stärker wie heute. Große Erleichterung verschaffte den Mühlener Bauern die erste große Dreschmaschine, eine englische Marshall. Die Dreschmaschine, die jetzt hier steht, ist Baujahr 1905. Also heute sind wir 2015, ist sie 110 Jahre alt. Und da muss man sich über einen Dreschkasten wie dieser hier, muss man sich über die Technik wundern, die auch vor dem Ersten Weltkrieg schon eingesetzt wurde. Eigens zum Dreschfest wird sie zuvor für Zwecken wieder aus der Scheune geholt. Ursprünglich wurde sie von einer Dampfmaschine angetrieben, heute von einem Siemens Schleifringmotor. Die Dreschmaschinen, die erfüllten, die haben den Dreschflegel abgelöst. Dreschflegel, das sind diese, die mit der Hand, ich weiß nicht, wenn Sie das wissen, was ein Dreschflegel sein könnte, aber, und dann wurde das Getreide ja hier mit dieser Windfege, die jetzt hier nebenan steht, gereinigt. Das zusammengefegte, ich sage jetzt mal so ähnlich wie hier wie vorhin mit der Plane, wurde das dann zusammengefegt und hier gereinigt. Und diese ganze Geschichte, die auch sehr umständlich und arbeitsaufwendig war, hat so eine Art Dreschmaschine wie diese hier in einem Arbeitsgang gemacht. Das Stroh und der Roggen, Stroh ging nach vorne raus, das Getreide kam hinten raus, gereinigt, doppelt gereinigt, sogar bei Gerste mit Engrana. Und das war in einem Arbeitsgang und mit einer viel höheren Leistung. Das Stroh wird, wie gesehen, hier gepresst. Man hat dann auch im Nachhinein, wie kurz bevor die Mähdrescher eingeführt wurden, stellte man auch die Dreschmaschinen so hin, dass der Stroh direkt auf den Stall geschoben hat. Da hat man die Dreschmaschine einfach auf den Hof gestellt, die Presse so hingestellt, dass die Luke erreichte. Das warte man wieder die Leute ein. Und man hat dann auch irgendwann nicht mehr so gebanzt wie früher. Dann standen die Dreschmaschinen auf dem Hof oder auf dem Feld rum. Und der Roggen, der wurde dann zur Mühle, oder dazu meine ich, aber früher hatten wir hier eine Allermühle in Dickhorst. Und da wurde der Roggen dann abgeliefert, verkauft. Ein Teil kam dann auch zum Bäcker. Je nachdem, wie groß die Familie war, da wusste ja jeder, wir brauchen für den Jahresverbrauch am Brot so viel Zentner Roggen. Der Bäcker wusste das ganz genau, dann wurden dann, da ich jetzt mal als Beispiel, 10 Zentner zum Bäcker gebracht und dann konnte man mit dem Bäcker aushandeln. Wenn sie kein Backlohn bezahlen sollten, dann kriegte der 2 Zentner Roggen mehr. Und das war die ganze Brotversorgung für ein Jahr gesichert.
Das Dressfest, das spielte sich schon förmlich, also im dreckigen Zustand ab. Ja. Das war dann, wenn die Dreschmaschine abgestellt wurde, wenn es denn dunkel, die Scheunen hatten nicht alle Beleuchtung, es reichte denn auch, wenn morgens um 8 angefahren wurde und es wurde dann im Winter dunkel, 5, 6, dann war, wenn die nichts mehr sehen konnten in der Scheune, mit Staub und so, dann wurde es ja ganz dunkel, dann haben sie auch an der Morgen wieder angefangen. Und so ging das, bis die Scheune dann leer war. Beim ersten Dreschfest kam ein älterer Bauer, schon mit einem Krückstock, stellte sich so hin und hatte richtig Tränen in den Augen, waren ganz glasig und sagte zu mir, das sind Klänge, was, die alte Dreschmaschine wie die. Das Bild werde ich nie vergessen. Tiefe Einblicke in das Landleben vor 100 Jahren. Eine Zeit, in der alle Bewohner des Dorfes auf gegenseitige Hilfe angewiesen waren. Aber nicht nur davon erzählt der Kultur- und Heimatverein Möden. Zu den großen Veranstaltungen wie das Dreschfest mobilisiert der Verein all seine Mitglieder und begeistert mit vielen Aktionen die Besucher.